meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir heute eine neue Player-Review natürlich. Und zwar diesmal von einem Duo. Denn wir konnten unter anderem Tammy Abraham freischalten und ihn hier, Veretout, der französische Spieler von der AS Rom. Wir schauen uns erstmal Abraham an. Er hat 5-Star-Skills, 4-Star-Weakfoot, ist ja eine Anlehnung an die, was ist eine SBC, ich weiß gar nicht mehr genau, die Karte, die damals rauskam. Die habe ich wirklich gefeiert, ich fand den Spieler Abraham irgendwie geil, er hat mir dann durchaus Spaß gemacht eine gewisse Zeit lang, denn er ist sehr, sehr groß und gleichzeitig relativ gut beweglich. Wir gucken uns die Werte einfach mal an. Wir haben hier eine Karte, die das Pace komplett maximiert hat. Ich habe ihm einfach mal den Basic gegeben, weil ich nicht genau wusste, wo sollen wir da am besten pushen. Wir könnten theoretisch mit etwas wie einem Marksman gehen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder wir könnten von mir aus noch mit einem Hawk das Tempo hochpushen, den Schuss maximieren und halt auch noch die Physis pushen. Aber ich finde die Werte so eigentlich schon auch mit dem Basic Camp Style richtig, richtig stark. Denn wir haben hier dann ein Stellungsspiel auf 99, einen Abschluss 96, Schusskraft 99, Weitschüsse 89, Volleys gehen auf 99, Elfmeter gehen auf 97. Die Weitschüsse, ja, werden wir sehen müssen, ob wir da irgendwie Bedarf haben, aber ich glaube kaum bei einem Stürmer, der wird eigentlich hauptsächlich in der Box stehen und da die Schüsse abfeuern. Ansonsten haben wir hier noch sehr gute Passwerte. Kurzer Pass 91 geht auf eine 96 und ein langer Pass, der auf eine 86 geht. Eine gute Übersicht, ein guter Effetwert und halt im Dribbling, da geht die Beweglichkeit auf 99. Die Balance, die Reaktion, die Ruhe, alles auf 95 und die Ballkontrolle und das Dribbling geht über den Basic Camp Style auf 99. Kopfballpräzision von 99 sollte uns durchaus einen guten Kopfballwert geben, denn die Sprungkraft geht auf 96. Durch seine Größe sollten da der ein oder andere Kopfball durchaus ankommen können. Ausdauer vollkommen ausreichend, Stärke voll geil, Aggressivität sehr gut und leider aber keine Trades. Wir haben dann noch Veretout, der hat immerhin Distanzschütze und Spielmacher als Trade, wow. Mittel-Mittel-Workrates finde ich nicht so geil, werden wir sehen müssen, wie das im Spiel dann rüberkommt. 4-Star-Skills, 5-Star-Weakfoot, richtig gut. Ich habe schon 7 Spiele mit ihm gemacht. Das ist aber nur dazu da, um Abraham freizuschalten, musste man mit ihm spielen. Also ich habe nicht wirklich krasse Erfahrungen mit ihm. Aber seine Werte mit dem Gladiator sind richtig, richtig gut. Ich habe einfach mal einen Gladiator drauf gehauen, weil ich wusste nicht, was macht am meisten Sinn. Wir könnten auch mit einem Anchor gehen. Aber ich denke, diese Physis ist schon sehr, sehr gut mit 90er Stärke, 93er Aggressivität. Vielleicht könnte man dann auch mit dem Shadow gehen, einfach um das Tempo zu maximieren. Man könnte mit einem, was können wir noch gehen, mit einem Sentinel vielleicht. Ansonsten ist da relativ alles möglich mit den Camp Styles bei ihm. Denn die Schusswerte gehen eben durch den Gladiator. Beim Abschluss auf 97, die Schusskraft auf 99, das schon mal sehr, sehr stark für Longshots. Durch seinen 5-Star Weakfoot umso besser. Weitschüsse mit 94 sind auch vollkommen stark. Passwerte sind überragend mit 99 kurzer Pass, 93 langer Pass, 90 Flanken, 92 Übersicht und halt auch im Dribbling sehr, sehr gute Werte, meiner Meinung nach. Verteidigung, klar, da konnte man jetzt noch ein bisschen was pushen. Das wird ein bisschen runtergezogen, alles durch die Kopfballpräzision, aber Abfang geht auf 99. Wäre Zweikämpfe auch, Grätschen auch, defensive Awareness geht auf 91. Und in der Physis haben wir mit 90er Stärke eben 93er Aggressivität auch relativ gute Werte. Und ja, ich würde sagen, wir testen die beiden einfach mal in der Weekend League und gucken, wie die sich machen. Let's go. Also Veretout fühlt sich doch gut beweglich an, da kann man schon mal nicht meckern, er ist gut am Ball und das war schlecht gespielt. Abraham, erste Chance, ja. Gut, dazwischen gegangen, Veretout da die Ecke verhindert, beziehungsweise den Konter nach der Ecke. Und da haben wir es, erste Tor von ihm, super geiler Laufweg von Abraham. Da kann man wirklich nicht meckern. Das war ein richtig starker Laufweg. Schön die Lücke genutzt und dann einfach eiskalt geblieben vorm Tor. Sehr gut. Veretout, schön den Anschuss-Hype abgefangen. Ja. Also der 5-Star Weakfoot. Oder was? 5-Star Skills? Ich hab's schon wieder vergessen. Es ist 2 Minuten her. Wieder guter Laufweg. Oh, um Gottes Willen, das war reingeschissen. Sehr guter Pass da von
Tammy Abraham für Barella. Schade, leider keine Vorlage für ihn. Ah, da war der Versuch da, sich körperlich durchzusetzen. Leider hat das nicht so ganz funktioniert. Gute Lücke gesehen, guter Pass gespielt. Leider wieder keine Vorlage für ihn. Aber der Kopfball landet am Pfosten. Ja, Veretout setzt sich da stark durch. Schöner Pass. Okay, er hat 5-Star Skills, nicht 5-Star Weakfoot. Haben wir jetzt auch festgestellt. Boah, das war ein starker Kopfball von ihm. Warum der nicht reingeht, keine Ahnung. Der muss eigentlich reingehen. Aber nun gut. Oh ja. Oh ja. Starker Schuss. Und das mit 4-Star Weakfoot. Das hat sich nicht angefühlt wie ein 4-Star. Das war ein super starker Schuss, super gut gemacht. Kann man nicht meckern. Ja, das kann man als Vorlage von mir aus zählen, aber es war guter Schuss. Torwart kann ihn nicht halten, also stark gemacht. Stark den Ball ab. Alter, was geht mit dem? Was war denn das? Schön mit L2 den Ball behauptet einfach. Brustannahme, Schusstor. Das muss die Vorlage sein. Das ist nicht die Vorlage. Meine Güte. Er ist wieder unterwegs und den muss er eigentlich machen. Schade. Die Pässe von Veretout kommen sehr gut an. Veretout, der kann's auch. Der kann's auch. Das war ein sattes Pfunder. Dass er da irgendwie noch so weit durchkommt, war eigentlich nicht gewollt, aber das war schon stark. Ja, Veretout war da dazwischen, kam aber dann nicht mehr an den Ball. Also klar, defensiv ist es nicht die beste Alternative. Aber er macht seinen Job souverän da und ist halt auch ein sehr, sehr guter Box-to-Box einfach. Auch wenn die Workrates da nicht unbedingt so krass mitspielen. Aber hier wieder gut Ball abgefangen. Und auch hier wieder einen guten Ball abgefangen. Und da sie. Nein, wieder keine Vorlage für ihn. Weil abseits. Okay, er soll wohl keine Vorlagen holen. Ich denke, nach diesem Spiel mit diesem 7-1 können wir auch schon ins Fazit gehen nach zwei Spielen und haben da eine gutes Bild gesehen von den Spielern. Also wir gehen einfach mal rein ins Fazit. Und zwar kann ich zu Abram sagen. Abram ist eine Karte für umsonst, kann man nicht meckern. Er wird nicht lange halten, bin ich mir ziemlich sicher. Er wird ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine Karte kommen wird, relativ bald, die ihn einfach ersetzen wird, weil er ist jetzt kein Unterschiedsspieler. Und es gibt auf dem Markt natürlich auch deutlich bessere Spieler. Aber dafür, dass man nichts für ihn zahlt und er relativ schnell abzuschließen ist, kann man da wirklich eigentlich nicht meckern. Es ist natürlich eine Karte, die gerade mit dem Hoch-Mittel-Workrates, mir ist es bei den Mittel-Workrates aufgefallen in der Defensive, dass er oft einfach ein bisschen zurückgeht oder mal auf die Seite rausschiebt und dann so ein bisschen für Unruhe sorgt im Prinzip in der Defensive, dass er halt einfach mal einen Verteidiger rauszieht, als Anspielstation dient. Und dann halt auch einfach kurz angespielt werden kann und nicht immer vorne in der Spitze steht. Er ist da sehr variabel, sehr flexibel, wo er stehen möchte. Und das macht ihn zu einem relativ unberechenbaren Spieler. Aber na klar, er hat sehr gute Werte. Sie sind nicht überragend, aber sie sind sehr gut dafür, dass man nichts für ihn zahlen muss. Und er eben eine Premium-Karte noch ist. Das heißt, er ist mit jeder Serie A-Karte ein Grünling, mit jedem Footies Premium. Also zum Beispiel einem Luis Diaz. Ein Link, also da ist einiges möglich. Veretout hingegen, ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. 9 Spiele haben wir jetzt nicht gemacht, aber eben das eine Tor haben wir erzielt und eine Vorlage, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir ein Tor mit ihm geschossen und klar, er ist auf jeden Fall ein Box-to-Box-Spieler. Wenn man ihn Box-to-Box spielen will, würde ich fast schon eher mit einem Hawk zum Beispiel gehen, um einfach nochmal die Physis zu pushen, weil defensiv eigentlich schon okay. Aber halt dann gehen auch einfach noch ein paar Schusswerte hoch, wobei der Gladiator jetzt auch keine schlechte Wahl ist, aber im Pace kann man durchaus was machen, gerade die Sprintgeschwindigkeit ist ein bisschen niedrig heutzutage,
Aber ansonsten, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Deswegen kann man die beiden durchaus mitnehmen und einbauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und tschüss.